Moinsen, liebe YouTuber, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich bin jetzt ein wenig überbelichtet. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ich hau heute noch ein Video raus, weil ich mal wieder Filme geschaut habe. Und zwar der berühmt-berüchtigte Komödie mit Bill Crystal und Meg Ryan. Ich spreche von Harry und Sally. Dieser Film hat immer noch eine Freigabe ab 16. Ich sehe das hier richtig. Im Film selbst. Warum hat der Film eine 16er Freigabe? Ich verstehe das nicht. Film stammt aus dem Jahre 89. Geht 92 Minuten und ja, die berüchtigte Orgasmus-Szene am Tisch. Ja, legendär, Film ist legendär. Ich habe ihn jetzt endlich mal gesehen und Harry und Sally, klasse Film, kann ich jedem weiterempfehlen. Ja, gebt euch den, 92 Minuten. Was haben wir denn hier überhaupt noch? Sieben entfallene Szenen. Es fängt immer so an. Liebesgeschichten. Rob und Billy. Ja. Das Ganze kommt von MGM. Ja, Central Fox. Packen wir dahin, wenn das denn so hält. Und dann gestern noch im Player. Gestern? Vorgestern? Nee, vorgestern. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Da habe ich hier ja diese Trilogie. Mit allen drei Teilen. Teil 2 habe ich angefangen zu gucken. Habe ihn aber wieder ausgemacht, weil ich müde war. Und hier haben wir dann auch noch diese drei Flyer hierzu, die hier in dem in dieser Dreierbox reingehören. Ja. Teil 1 ist ja jetzt runter ab 16 Jahren ungeschnitten. Teil 2 sowieso ab 16 und Teil 3 ist ab 18. Teil 3 finde ich nicht mehr so gut. Ich habe den damals auch einzeln kaufen wollen beim Mediamarkt. Der Film hat 18 gekostet und die Box sollte irgendwie 30 kosten. Also 25 oder 30. Und dann dachte ich, bin ich ja schön blöd, wenn ich mir denn den dritten Teil kaufe und Teil 1 und Teil 2 noch gar nicht zu Hause habe. Deswegen habe ich beim Mediamarkt bei dieser Box zugegriffen damals. Den werde ich mir, glaube ich, nicht auf Blu-ray holen. Ich weiß gar nicht, gibt es davon eine Blu-ray-Auflage Teil 1 bis 3? Wenn ja, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ja, aber mir reicht diese Box. Und das ist halt, die Filme waren es bei mir gewesen. Harry und Sally und ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Und angefangen, ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast. Das waren die Filme. So. Ich werde jetzt auch mal wieder versuchen, öfters Filme zu schauen. Jetzt fängt die dunkle Jahreszeit an. Vielleicht gucke ich mal wieder ein paar Filme. Kevin allein zu Hause 1 und 2. Oder halt mal wieder Die Hard oder so. Ne? Die typischen Kandidaten halt. Ne? Na gut, Leute. Dann macht's mal gut. Und ich wünsche euch noch einen schönen 6. Nikolaustag. Ne? Bis dann. Euer Flohmarktmaster sagt Ciao.